Ja, nicht nur bei den Profis elektrisiert dieses Derby eine gesamte Region, auch beim Nachwuchs ist dieses Viertelfinale im Hessenpokal alles andere als Alltag. Die U17 des SV Darmstadt 98 empfängt Eintracht Frankfurt. Beide Teams kennen sich noch bestens aus der B-Junioren-Bundesliga. Die Eintracht wurde am Ende Vierter, Darmstadt stieg als eines von 6 Teams direkt ab. Heute geht es für die Lilien also auch so ein bisschen um Wiedergutmachung und das zeigen sie von Beginn an. Wir sind in der 4. Minute, es gibt eine erste Ecke für Darmstadt, getreten von Arnold, Ludwig unsicher und dann klatscht der Ball an die Latte. Kapitän Elias Grössmann beinahe mit dem Führungstreffer. Glück für die Eintracht, aber es folgt gleich der nächste Eckball. Wieder Arnold, Hetemai mit dem Hinterkopf. Und diesmal passt er genau. Die Standardsituationen bekommt Frankfurt in der Anfangsphase so gar nicht in den Griff. Diesmal ist dann Finn Ludwig machtlos. Und es geht weiter, nur in eine Richtung, Ballverlust, sofort schaltet Darmstadt um. Über den schnellen Matteo Selic, auf den mitgelaufenen Lennon Jung. Und diesmal Ludwig mit einer starken Reaktion. Die Eintracht braucht lange, um in dieses Spiel zu finden. Gianni Vandaccia, und das ist unglaublich abgezockt. Der Ausgleich für die SGE. Eine halbe Stunde lang geht offensiv nicht viel zusammen bei Frankfurt. Dann ist die erste richtige Möglichkeit gleich drin. Und von da an kippt das Spiel ein wenig zugunsten der Gäste. Standardsituation, Kopfball Adam Lune und Zimmer mit einer Hand. Die nächste gute Gelegenheit in einem temporeichen ersten Durchgang. Wieder nur 3 Minuten später, das ist Karaczaga. Dann läuft der Ball mal schnell bei der Eintracht, Giuseppe Franco, und wieder steht Zimmer im Weg. Darmstadt muss jetzt aufpassen, dieses Spiel nicht aus der Hand zu geben. Wir sind schon in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs, Entlastungsangriff bei den Lilien. Matteo Selic im 1 gegen 1 mit Harangi, es gibt Strafstoß für Darmstadt. Schiedsrichter Christopher Raimund wertet das erste Einsteigen gegen Selic als Foul. Das kann man durchaus so sehen. Elias Grössmann, der Kapitän, vorhin noch am Aluminium gescheitert, jetzt mit der großen Möglichkeit gegen Finn Ludwig. Der ist dran mit einem Fuß und der Nachschuss geht dann drüber. Unfassbar, was für eine Riesenchance. Spätestens der Nachschuss muss dann eigentlich im Tor sein. Danach ist Pause, es steht 1:1 in einem äußerst kurzweiligen Derby. Beide Teams noch mit allen Chancen aufs Halbfinale. Der zweite Durchgang wird dann eröffnet mit einer Standardsituation für die Lilien. Matteo Selic, Ludwig lässt prallen und dann ist Jung zur Stelle, Darmstadt führt wieder. Und es ist wirklich ein Auf und Ab für Eintracht-Keeper Ludwig. Erst einen Elfmeter pariert. Jetzt sieht er äußerst unglücklich aus. Wie reagiert die Eintracht auf diesen erneuten Rückstand? Der Kapitän Ayub Çaykun mit dem Steckpass für Adam Lune, aber David Zimmer mit sehr gutem Stellungsspiel. Frankfurt drängt jetzt auf den Ausgleich, Darmstadt verteidigt leidenschaftlich und hat vor allem einen richtig guten Keeper. Karaczaga, Zimmer zum Ersten, Zimmer gegen Uhumwango, das ist überragend gehalten. Eine super Parade von Zimmer, lenkt den Ball erst an den Pfosten und ist dann beim Nachschuss erneut zur Stelle.
In der Schlussphase probiert die Eintracht alles, aber die Lilien verteidigen mit allem, was sie haben und setzen in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter. Simon Kalbela macht hier den Deckel drauf. Und dieser Treffer ist symptomatisch für diese enorme Willensleistung der Lilien. Das 3:1 in der Nachspielzeit ist dann auch der Schlusspunkt. Denn kurz danach ist Schluss. Darmstadt gewinnt das Nachwuchsderby gegen Eintracht Frankfurt mit 3:1 und steht im Halbfinale des Hessenpokals. Das sorgt natürlich für große Freude bei den Lilien und natürlich auch beim Trainer. Ja, ich glaube vor allem kämpferisch von der Moral war es Wahnsinnsleistung. Wir hatten ganz viele Spiele dieser Sorte, die echt eng waren, die auf Messerschneide waren. Wir haben ganz häufig in der Saison einen Kürzeren gezogen. Von daher, ja, jetzt einfach stolz wie Bolle, dass wir das mal auf unsere Seite ziehen konnten und dann, ja, glaube ich, auch am Ende echt verdient gewonnen haben. Ja, konnten wir uns ehrlicherweise die ganze Runde drauf verlassen, auf den Keeper. Aber ja, umso schöner, dass wir jetzt das Spiel auch gewinnen konnten und ja, dass er dann einfach auch ein Stück weit der Matchwinner heute mit ist.